sind die einfachsten Verse. Sind die einfachsten Verse, die mit der Trinität nicht mehr erklärt werden können. Ich möchte heute auf 1. Korinther 11, Vers 3 eingehen. Ich will aber, dass ihr wisst, dass dass Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. So, ne, Thema Mann und Frau ist ja relativ einfach, auch wenn es heute nicht gelebt wird in vielen Fällen. Aber jetzt kommen wir an einen anderen Punkt. Das ist, wie er sich die Dreieinigkeit. Wir nehmen 1. Korinther 11, Vers 3 und ja, jetzt müssen wir irgendwie den Sohn kopieren. Weil Gott, ja, der dreieinige Gott für viele Christen, ist über dem Sohn, laut der Bibel. Gott ist das Haupt des Christus. Gott ist dem Sohn übergeordnet, aber Gott ist ja auch, nee, der Sohn ist ja auch ein Teil von Gott, nicht nur ein Teil von Gott, sondern er ist auch ganz Gott. Also ist Gottes Sohn sich selbst übergeordnet, also doch gleich. Und das sind die einfachsten Bibelverse, wo man schon wieder merkt, die Trinität ergibt im Zusammenhang der Bibel keinen Sinn. Und dann kommen sie, aber der Vater ist damit gemeint, da steht Gott. Wenn ihr sagt, Gott ist drei, dann akzeptiert, wenn da Gott steht, dass da Gott steht und dass das alle drei sind. Fertig. Ja? Ihr könnt nicht einfach immer so machen, wie ihr wollt. 1. Korinther 11, Vers 3, göttliche Schöpferordnung, funktioniert mit der Trinität nicht. Und ich möchte keine blöden Kommentare, ich möchte Lösungen. Ja? Ganz einfache Lösungen. Ja? Warum irre ich mich hier? Erklärt es mir doch. Ja? Anstatt, oh, du verstehst die Trinität nicht, du hast den Geist Gottes nicht, du bist nicht gerettet, du kommst in die Hölle, was auch immer. Könnt ihr alles sein lassen, habe ich alles schon oft genug gehört, das macht mir keine Angst. Erklärt mir doch einfach diesen Vers, wie das zu verstehen ist. Ja? Weil selbst wenn man jetzt sagen würde, der Vater ist das Haupt des Christus, ja, kommen wir noch an den nächsten Punkt. Warum macht ihr sie dann zu dem Gleichen? Gebt ihr die gleiche Anbetung und viele andere Punkte. Und dazu noch, wo ist der Geist? Aber das wären Themen für wann anders. Ich bin gespannt, ob irgendein Trinitarier mal an den Punkt kommt, zu sagen, hey, ich antworte mal biblisch auf eine Frage, statt mit Hetze oder sonstigem. Ich freue mich drauf. Viel Erfolg.